Das Thema für heute Morgen ist ja, hat mit Gnade zu tun und mit Beziehung. Und ich möchte einen Vers vorne wegstellen, und zwar aus Hebräer 13, ein bekannter Vers. Im Vers 8 lesen wir da, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Lasst euch nicht fortreißen durch andere Lehren. Ich habe ein Buch gelesen vor 2 Jahren, glaube ich, von Mike Iaconelli. Im Deutschen heißt es, Gnade ist nicht nur ein Wort. Aus diesem Buch habe ich auch einiges entnommen. Es ist eines der besten Bücher, die ich über Gnade gelesen habe. Und in seinem Vorwort zu diesem Buch schreibt er über einen Freund, der ihm einen Brief oder der ihm das erzählt hat. Und zwar erzählte sein Freund von Mike, eine Prostituierte kam in einem erbärmlichen Zustand zu mir. Sie hatte keine Wohnung, war krank und außerstande, ihre 2-jährige Tochter durchzubringen. Unter Weinen erzählte sie mir, sie hätte ihre Tochter, 2 Jahre, Männern mit abartigen sexuellen Praktiken angeboten. In einer Stunde verdiene sie durch die Prostitution ihrer Tochter mehr, als sie selbst in einer ganzen Nacht anschaffen kann. Sie müsse das tun, erklärte sie, weil sie sonst kein Geld für Drogen hätte. Ich ertrug es kaum, die Geschichte anzuhören. Dann fragte ich sie, ob sie je daran gedacht habe, in einer Kirche um Hilfe zu bitten. Ich werde nie den Ausdruck von purem Schock vergessen, der über ihr Gesicht kam. Kirche, rief sie, was soll ich denn da? Ich fühle mich sowieso schon schlecht genug, da würde ich mich nur noch schlechter fühlen. So und ähnlich fühlen sich heute viele Menschen aus Randgruppen, wenn man sie auf Kirche anspricht. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Dass Frauen wie diese Prostituierte normalerweise zu Jesus hingeflüchtet sind, bei Jesus Schutz gesucht haben, aber nicht weggerannt sind. Die Menschen, Sünder wie diese Frau, fühlten sich von Jesus angezogen. Und meine Frage ist, warum hat die Kirche heute diese Anziehungskraft verloren? Solche Menschen fühlen sich heute von der Kirche eher abgestoßen und laufen davon. Zu Jesus sind sie hingelaufen. Ich glaube, es geht zurück auf ein Wort, und das heißt Gnade. Es ist die Gnade, die uns Christen von allen anderen Menschen unterscheiden soll. Bei einer Debatte in einer Konferenz in England vor vielen Jahren wurde über vergleichende Religionswissenschaft debattiert, und die Fachleute fragten sich, was ist einzigartig am Christentum im Vergleich zu allen anderen Religionen? Und nach langen Debatten kam C.S. Lewis zufällig in den Raum und hörte, worüber sie redeten, und sagte, das ist leicht zu beantworten. Was uns unterscheidet, ist Gnade. Gnade. Und Mike Iaconelli schreibt, was mich immer getrieben hat, war die Suche nach Gnade. Eine Zeit lang lehnte ich die Kirche ab, weil ich dort so wenig Gnade erlebte. Ich kehrte zur Kirche zurück, weil ich nirgendwo sonst Gnade gefunden habe. Und ich wünsche mir, dass der Dauernhof, das ist der Ort, wo ich bin, ein Ort der Gnade sein kann. Und darum bin ich gerne hier, weil ich glaube, dass hier ein Ort der Gnade ist. Die Gnade Gottes, wenn man darüber nachdenkt,
ist ein Skandal. Den meisten Christen ist das nicht bewusst. Wir verwenden das Wort Gnade, wir wissen aber nicht, wie brutal Gnade ist. Ich sage es mal so. Gnade ist ein Skandal. Und wisst ihr, warum Gnade eigentlich ein Skandal ist? Ich werde es euch gleich zeigen. Gnade ist nicht logisch, Gnade ist nicht vernünftig und das Schlimmste, Gnade ist nicht gerecht. Gnade ist ungerecht und das irritiert uns. Im Neuen Testament hat uns Jesus immer wieder Geschichten erzählt, um den Charakter seines himmlischen Vaters zu beschreiben. Und wenn man über diese Geschichten mal nachdenkt, erkennt man, viele der Geschichten entbehren jeglicher Logik. Ich hätte so Geschichten nie erzählt, aus guten Gründen. Ich denke da nur zum Beispiel an das verlorene Schaf. Wir alle kennen die Geschichte. 100 Schafe, alle grasen rum. Und dann rennt ein blödes Schaf davon, irgendwo in die Hügel, die es da gibt. Und dann lesen wir, selbstverständlich lässt der Hirte die 99 Schafe alleine zurück und sucht das eine verlaufene, dumme Schaf. Und wisst ihr, welcher Satz mir so gefällt? Wisst ihr, wie lange er es sucht? Bis er es gefunden hat. Und dann nimmt es auf den Rücken und kommt voll Freude zurück. Das ist eine nette Geschichte. Sie entbehrt jeglicher Logik. Wenn ich 100 Schafe hätte und ein blödes läuft davon, wisst ihr, was ich tun würde? Und das würdest du auch tun. Du würdest auf die 99 aufpassen, damit nicht noch eins davonläuft. Gott nicht. Eine andere Geschichte mit Maria und dem wertvollen Öl, das sie über die Füße Jesu gießt, dieses kostbare Nardenöl. Der Preis dieses Öls war ein Jahresgehalt. Und der Judas, der war damals der Kassier von dem Verein, der hat sich aufgeregt. Er hat gesagt, es ist eine Katastrophe, mit dem Geld könnten wir Arme speisen. Wir könnten gute Arbeit tun. Und die anderen haben es auch gesagt. Aber wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Maria hat super gemacht. Ein Jahresgehalt Öl ausgegossen auf meine Füße. Werden wir den nie vergessen. Das ist nicht logisch. Aber wisst ihr, was so ist Gott? Und die Gnade ist etwas, das meine Liebe zu Gott so bestärkt. Da gibt es noch eine andere Geschichte in Matthäus 20, vom Arbeiter im Weinberg. Da ist ein Bauer, der sucht Arbeiter für den Weinberg. Um 6 Uhr früh kommt er und holt die ersten ab und sagt, ich bezahle euch einen Denar. Alle sagen, wunderbar. Um 9 Uhr kommt er wieder, holt die nächsten ab, weil die stehen ein bisschen später auf. Um 12 Uhr kommt er wieder, weil da sind die, die ganz spät aufstehen. Um 3 Uhr kommt er wieder, weil da sind die, die keine Arbeit gefunden haben. Um 5 Uhr kommt er nochmal und holt die auch noch ab. Die arbeiten nur eine Stunde dann. Und um 6 Uhr wird der Lohn bezahlt. Und wisst ihr, was die Katastrophe ist? Jeder bekommt gleich viel. Freunde, das ist ungerecht. Versuch das mal in deinem Betrieb zu machen. Der Betrieb wird nicht lange funktionieren. Gnade ist etwas völlig Ungerechtes. Und das irritiert uns. Oder die berühmte Geschichte, die wir alle kennen, die Geschichte von den 2 verlorenen Söhnen. Oder ich nenne sie auch die Geschichte vom ungerechten Vater. Der Vater ist ungerecht. Im Lukas 15, die meisten von uns kennen die Geschichte, ich lese nur ein paar Verse vor, um den einen Punkt zu machen. Aber im Lukas 15 und Vers 11, da sprach aber ein Mensch, hatte 2 Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen, reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Wir wissen von weiter unten, er verschwendete sein Geld an Partys, an Frauen und Alkohol und so weiter. Und dieser
Junge ist, wir wissen es nicht, von mir aus Monate, von mir aus Jahre, weg von seinem Vater. Und was macht der Vater zu Hause, wo sein Junge sein ganzes Vermögen verschleudert? Einer hat mal gesagt, der verlorene Sohn hat das ganze Geld an Frauen und Alkohol gebraucht und den Rest hat er verschwendet. Einer gesagt, erkläre es euch später. Aber der kommt nach Hause nach Jahren und der Vater steht jeden Tag auf der Veranda und schaut, ob er den Sohn sieht. Jeden Tag wartet er auf diesen verlorenen Sohn. Und als er eines Tages kommt, das gefällt mir so, lesen wir, da läuft er dem Sohn entgegen. Das ist übrigens die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott läuft. Sonst nie. Hier läuft er dem verlorenen Sohn entgegen und er umarmt ihn, er macht ein Fest und so weiter. Der ältere Sohn, der zu Hause geblieben ist, jahrelang geschuftet, geschaut, dass der Hof gut weitergeht, der arbeitet natürlich, und er hört, da ist ein Fest und er fragt, warum? Sagen sie, ja, der Holodri, dein junger Bruder, der ist nach Hause gekommen, dein Vater feiert ein Fest. Und der ältere Sohn wird zornig. Und wisst ihr was, ich kann es gut verstehen. Der ältere Sohn arbeitet brav, jahrelang, vergeudet kein Geld, schaut, dass der Hof gut läuft, hilft seinem Vater jeden Tag und der Vater feiert nie ein Fest. Ein bisschen komisch übrigens, verstehe ich nicht ganz an der Geschichte. Und dann kommt der eine nach Hause, der alles verschwendet. Und der Vater feiert ein Riesenfest. Schlachtet das gemästete Kalb. Der ältere Sohn findet das ungerecht. Ich muss euch ehrlich sagen, ich auch. Und wisst ihr, was wir von dem allen lernen? Und das ist die Botschaft. Was wir lernen müssen ist, Gnade ist kein Lohn, sondern ein Geschenk. Gnade hat nichts mit Verdienst oder Belohnung zu tun. Du kannst dir Gnade nicht erwerben oder verdienen mit brav und tüchtig sein. Du kannst Gnade nur empfangen. Du kannst sie nur empfangen, egal ob als gewissenhafter und braver Familienvater oder als jemand, der pornosüchtig ist, homosexuell, ein Dieb oder ein Mörder. Es ist dasselbe. Du kannst sie nur empfangen. Du kannst Gnade nur empfangen, egal ob als Ehefrau und Mutter oder als Prostituierte. Vor Gott ist da kein Unterschied, denn du kannst Gnade nur empfangen. Und als Empfänger der Gnade stehen wir alle gleich da und das irritiert uns. Das ist Gnade. Einer hat jemals gesagt, vor dem Kreuz, das Kreuz ist der große Gleichmacher. Vor dem Kreuz stehen wir alle gleich da. Und das ist das Besondere. Vor kurzem gehört von einem Prediger, der wurde an das Totenbett einer Frau gerufen. Der Sohn hat angerufen, dass seine Mutter bald stirbt. Sie liegt bereits im Sterben. Der Prediger ging hin und die Frau war noch ganz ansprechbar und er fragte diese Frau, ob sie die Vergebung in Christus hat. Sie war sich nicht ganz sicher und dann hat er ihr gesagt, ist dir bewusst, dass du ein Sünder bist und dass du Vergebung brauchst? Ist dir bewusst, dass du die Vergebung genauso brauchst wie all die anderen Frauen da draußen, selbst die Prostituierten? Und dann diese Frau, selbst am Sterbebett, sagte, vergleichen Sie mich nicht mit diesen Frauen da draußen. Ich habe ein anständiges Leben geführt. Ich bin eine anständige Frau. Dann ist der Prediger aufgestanden und hat gesagt, tut mir leid, liebe Frau, dann habe ich für Sie keine Botschaft. Denn Jesus ist nur für Sünder gestorben, für sonst niemand. Wisst ihr, dass Jesus nicht für Christen gestorben ist?
auch nicht für Hinduisten, auch nicht für Moslems, auch nicht für Atheisten. Jesus ist nur für Sünder gestorben und für sonst niemand. Und wenn du dich nicht als Sünder erkennst, gibt es für dich keine gute Botschaft. Das ist die Gnade. Und ich treffe immer wieder Menschen, die glauben, sie haben die Gnade nicht verdient, weil sie kein anständiges Leben führen. Aber das ist ja der Clou, du kannst dir Gnade nicht verdienen, du kannst sie nur annehmen und empfangen. Gott teilt Geschenke aus, Gott bezahlt keinen Lohn. Da gibt es einen Vers, ah, das macht nichts. Der ist ja noch ganz ein kleiner. Ein kleiner Sünder ist das, gell? Der wird aber größer. Das Schönste ist, wenn du dich als Sünder erkennst, denn dann gibt es eine gute Botschaft. Das ist das Geheimnis von Gnade. Im Römer 6, Vers 23 lesen wir, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Sünde bezahlt dir einen Lohn. Das Geschenk Gottes ist ewiges Leben. Das ist ein Geschenk. Sünde bezahlt dir einen Lohn. Jesus Christus gibt dir ein Geschenk. Und das ist die Gnade. Wisst ihr, in der Religion geht es immer um Leistung und um Lohn. In der Religion wird genau zusammengerechnet und dann wird abgerechnet. Jesus, ich sage das jetzt, ich meine das nicht so, ich sage das aber trotzdem, kann nicht gut rechnen. Und darum hat er keine Religion gegründet. Jesus zählt nicht zusammen und macht dann eine Abrechnung, sondern er schenkt Gnade. Und das ist das Besondere am Leben mit Jesus. Ich habe vor, das ist jetzt sicher schon ein, zwei Jahre aus, irgendwo in Deutschland auch, gepredigt und da ließen sich zwei Liebe, es waren so 20, 25-Jährige, zwei Moslems einladen. Mich gefreut, dass die kamen. Sie hörten zu, zwei Vorträge, die ich gemacht habe. Nach dem zweiten Vortrag kamen sie auf mich zu und haben sicher Stunde mit mir geredet. Und sie waren nicht jetzt nur Namensmoslems, sie waren gläubige Moslems. Und sie haben mich dann immer eine Sache gefragt. Am Anfang habe ich es nicht ganz kapiert. Ich habe nicht allzu viel mit Moslems zu tun, nur ganz einzeln mal, ein, zwei Mal im Jahr, mehr nicht. Und sie haben mich gefragt über die Erbsünde. Das war ihr Anliegen. Sie wollten wissen, wie geht das mit der Erbsünde? Ihre Frage war, erbe ich die Sünden meines Vaters? Werden die mir zugerechnet? Am Anfang habe ich nicht ganz verstanden, warum Ihnen diese Frage so wichtig ist. Aber mit der Zeit, als ich zuhörte, habe ich es kapiert. Nämlich, das war Ihnen ein echtes Anliegen, denn im islamischen Glauben werden all deine schlechten Taten zusammengezählt und am Ende zusammengerechnet. Und um vor Allah bestehen zu können, müssen deine guten Taten genau das aufwiegen. Und wenn jetzt die guten Taten nur ein bisschen weniger sind, dann kann Allah barmherzig sein und dir das trotzdem vergeben. Aber wenn es zu weit fehlt, gibt es keine Möglichkeit. Und jetzt ist ein Problem. Wenn du jetzt die Sünden deines Vaters auch erbst, dann ist die Sollseite ziemlich belastet. Und das wirst du auf der Habenseite nie mehr aufholen. Und darum war ihnen das so ein Anliegen. Das ist Religion. Zusammenrechnen, wie viel ich geschafft habe und dann zusammenrechnen, wie viel ich verbrochen habe. Und das ergibt dann die Erlösung. Das ist Religion. Martin Buber, Jude und Religionsphilosoph, hat gesagt, nichts verdeckt Gottes Angesicht so wie Religion. Das ist nicht Gott, denn Gott ist gnädig. Jetzt wird einer sagen, ja, aber Gott ist auch gerecht. Ja, stimmt. Die Bibel sagt, Gott ist absolut gerecht.
Und darum gibt es keine billige Gnade. Den Satz hat Bonhoeffer geprägt. Es gibt keine billige Gnade, weil Gott hat sich das Gnadengeschenk alles kosten lassen, nämlich seinen eigenen Sohn. Da möchte ich etwas sagen. Ich rede sowieso dauernd. Wisst ihr, was ich früher gedacht habe? So als Teenager. Teenager gefallen mir, weil die sagen noch, was sie denken. Als Erwachsener, dann überlegt man es immer. Und ich habe mir dasselbe gedacht, ich habe mir es aber nie sagen getraut. Ich habe mir oft gedacht, ja Vater, du hast deinen Sohn am Kreuz sterben lassen, das ist ja allerhand, aber du hast nur deinen Sohn gesandt. Noch mehr wäre, wenn du selber gegangen wärst. So habe ich gedacht. So denken manche Teenager. Und das habe ich gedacht, bis ich Vater wurde. Wenn du Vater wirst, erkennst du das Besondere, dass Gott seinen Sohn gab. Ich habe einen Sohn, der Lukas. Wenn ich die Wahl treffen müsste, mich selbst zu töten oder meinen Sohn, die Wahl fällt mir nicht schwer. Es würde mir schwer fallen, beides, aber die Wahl fällt mir nicht schwer. Ich würde 10-mal leichter mich selbst töten als meinen Sohn. Das heißt, deinen Sohn geben ist mehr als dich selbst zu geben. Und das hat Gott am Kreuz getan. Und wenn dir das nicht genug ist, dann sag Gott, tut mir leid, ich habe nicht mehr. Mehr habe ich nicht. Mehr kann ich nicht bezahlen. Ich bin bankrott. Er kann nicht mehr für Gnade bezahlen, als er bezahlt hat. Gibt es einen Film, möchte ich euch empfehlen, heißt Der letzte Kaiser. Es geht um den letzten Kaiser von China. Ist historisch, ich nehme an, relativ akkurat. Aber der Kaiser wurde ja in China als eine Gottheit gesehen. Und in diesem Film, da wurde der kleine Junge, keine Ahnung, 3-4 Jahre alt war er, wurde zum Kaiser gekrönt. Und ihm wurden 1000 Eunuchen zur Verfügung gestellt und er lebte völlig abgeschlossen in der verbotenen Stadt da. Und dann ist er etwas aufgewachsen, aber er hatte einen Bruder, der draußen ein normales Leben lebte. Und dieser Bruder durfte ihn besuchen, weil er sein Bruder war, sein leiblicher Bruder. Und da waren sie dann in diesem Film zumindest 9 oder 10 Jahre alt, keine Ahnung, so ungefähr. Und der Kaiser wurde immer rumgetragen, der konnte nicht gehen, der wurde nur getragen. Und der Bruder lief neben ihm her und dann fragte dieser Bruder den Kaiser, wirst du bestraft, wenn du ungehorsam bist? Und der Kaiser sagte, ja, wenn ich böse bin, dann wird einer meiner Diener dafür bestraft. Wenn der Meister böse ist, dann wird der Diener verprügelt. Und wisst ihr was? Jesus hat diesen Brauch umgekehrt. Wenn der Diener böse ist, dann wird der Meister verprügelt. Und wenn du sündigst, da ist Jesus am Kreuz dafür geschlagen worden. Das ist die gute Botschaft. Und darum ist es nie eine billige Gnade. Gnade ist ein Geschenk, das dem Geber alles kostet und dem Empfänger gar nichts. Es darf nur empfangen werden. Seht ihr, es gibt nichts, was du tun könntest, damit Gott dich noch mehr liebt. Und es gibt nichts, was du tun könntest, dass Gott dich nicht mehr liebt. Stimmt das wirklich? Was, wenn ich jemanden umbringe? Ja, auch dann liebt Gott dich. Was, wenn ich die Ehe gebrochen habe? Ja, auch dann liebt Gott dich. Was, wenn ich jemanden belogen habe? Auch dann. Wenn du das nicht glaubst, bitte lies die Bibel. Du wirst überrascht sein, welche Menschen Gott liebt. Als Paulus das Evangelium in der Stadt Korinth, das war eine wilde Gemeinde, als er dort das Evangelium verkündigte, predigte er 18 Monate lang nur ein Thema, Jesus Christus und die Gnade Gottes.
Und es entstand damals eine Gemeinde, wir wissen es nicht genau, aber etwa 50 Gemeindeglieder. Und zu dieser Gemeinde gehörten, wir lesen es im Korintherbrief, Ehebrecher, Prostituierte, Homosexuelle, Diebe, Habgierige, Trinker, Lästerer und Räuber. Super Gemeinde. Das war die Gemeinde Gottes in Korinth, weil Gott sie liebt. Und sie ließen sich berufen, sie sind zu Jesus gelaufen, haben Vergebung empfangen und ein Leben bekommen. Und das irritiert uns. Darum reden wir oft über Gnade, aber ich bin nicht sicher, ob wir Gnade verstanden haben. Seht ihr, Gnade schafft Beziehung. Wir kennen das ja auch auf menschlicher Ebene. Angenommen, du hast einen Streit mit einem Bruder und man redet dann oft jahrelang nicht mehr miteinander. Ich kenne Familien, wegen irgendeiner blöden Erbstreitigkeit reden die schon 10 Jahre nicht mehr. Und stell dir vor, dann kommt einer der Brüder nach 10 Jahren und sagt, weißt du was, es tut mir so leid. Ich bin völlig falsch gelegen. Ich möchte dich um Vergebung bitten und ich möchte Gnade anbieten. Und weißt du, was dann entsteht? Beziehung. Nur so entsteht Beziehung. Durch Vergebung und Gnade. Und das ist Vergebung und Gnade, die Beziehung wiederherstellt. Seht ihr, das Tragischste, das einem Menschen widerfährt, ist nicht, wenn dein Haus abbrennt, wenn du deinen Job verlierst oder deine Gesundheit gefährdet ist. Das Tragischste, das uns passieren kann, ist, wenn Beziehungen zerbrechen. Das schmerzt am meisten. Ehestreit und Scheidung, das hinterlässt Spuren. Bruderstreit und Zwist bis ans Lebensende. Nachbarstreit, das ist das, was Menschen wirklich zerfrisst. Denn das Ende einer Beziehung, sagt die Bibel, ist der Tod. Und wisst ihr, was am Anfang der Geschichte geschehen ist? Adam und Eva haben die Beziehung gebrochen. Und Gott hat gesagt, an dem Tag, wo du von der Frucht isst, wirst du des Todes sterben. Der ist nicht gestorben. Aber die Beziehung ist zerbrochen. Und Beziehungszerbruch ist der Tod. Und jetzt verstehen wir, warum Jesus kam. Um Gnade zu geben, damit diese Beziehung wieder vereint werden kann. Das ist Gnade. Gnade bringt wieder Beziehung. Seht ihr, für Gott war dieser Zustand der Trennung unerträglich. Einige von euch kennen das. Hab gestern mit einem geredet. Tiefe Schmerzen, weil eine Beziehung zerbrochen ist. Und eine Beziehung zerbricht immer, entweder durch Tod oder durch Sünde. Der Tod kann dir eine Person nehmen oder Sünde trennt zwei Personen. Und das ist der Tod. Für Gott war das unerträglich, weil Gott hat den Menschen zum Gegenüber gemacht, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, mit ihm reden, ihn lieben zu können. Und darum bietet Gott Gnade an und sagt, kommt wieder zurück zu mir. Wisst ihr, was das Erste, was Gott gesagt hat nach dem Sündenfall? Mensch, wo bist du? Komm doch zu mir. Wo bist du, Mensch? Und die Gnade und Vergebung stellt diese Beziehung wieder her. Das ist etwas Wunderbares. Ich stelle immer wieder fest, dass viele Menschen das nicht wissen. Wir reden von Beziehung als Christen, aber wir leben nicht Beziehung. Und viele Christen versuchen immer noch Gott zufriedenzustellen, Punkte zu sammeln, damit sie endlich vor Gott gut genug sind. Freunde, das ist Religion. Das ist nicht Liebesbeziehung. Jeremia 33, Vers 3 ist ein schöner Vers. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Jesus liebt uns. Das ist die größte Wahrheit. Karl Barth wurde einmal gefragt, war ein Theologe, der hat so viele Bücher geschrieben, da hat man im Zimmer gar nicht Platz. Er wurde gefragt, Herr Barth, was ist das Größte, was Sie in Ihrem Leben entdeckt haben, als Theologe, als alter Mann?
Er hat gesagt, das Größte, was es gibt, ist, im Englisch gibt es ein Lied, Jesus loves me, this I know, 'cause the Bible tells me so. Jesus liebt mich, das weiß ich gewiss, weil er es so sagt. Es gibt keine tiefere Wahrheit und die muss eindringen in unser Herz. Denn seht ihr, ich möchte euch noch zum Abschluss sagen, was Gnade in meinem Leben bewirkt hat. Als ich verstanden habe, wenn ich sage verstanden habe, ich glaube, ich habe noch nicht viel verstanden. Aber ich habe mehr verstanden als vorher. Als ich mehr verstanden habe, dass Gott mich einfach liebt und gerne hat. Übrigens, wisst ihr, dass die meisten Christen glauben, dass Gott sie liebt. Aber viele Christen glauben nicht, dass Gott sie gerne hat. Denken, ja, lieben muss er mich, ja, hat er gesagt. Aber gern haben kann er mich nicht, so wie ich bin. Das ist eine Lüge. Als ich entdeckte, dass Gott mich gerne hat, weil er mich gerne hat, mit all meinen Fehlern, nicht trotz meiner Fehler, sondern mit meinen Fehlern. Wisst ihr, was das bei mir bewirkt hat? Es hat mich zu ihm getrieben. Ich habe mich so wohl gefühlt in seiner Nähe. Es ist mir eine Freude geworden, mit Jesus zu reden. Keine religiöse Pflicht mehr, damit er zufrieden ist mit mir. Nein, ich wusste, er hat mich gerne und darum bin ich gerne bei ihm. Darum fällt es mir nicht schwer, sein Wort zu lesen, weil ich gerne von ihm lernen möchte. Die Gnade hat mich in die Nähe Gottes getrieben und ich habe angefangen, Gott zu lieben. Wisst ihr was? Viele Christen glauben an Gott, aber sie lieben ihn nicht. Das größte Gebot heißt nicht, du sollst an Gott glauben. Das größte Gebot heißt, du sollst Gott lieben. Das ist ein großer Unterschied. Es geht nicht darum, an jemand zu glauben. Es geht darum, in der Beziehung jemand zu lieben. Wisst ihr, was Gnade noch bewirkt hat in meinem Leben? Ich habe begonnen, andere Menschen gerne zu haben und zu lieben. Weil ich schaue einen Menschen an, egal ob alt oder jung, ob Knasti oder Bankdirektor, das sind auch Knastis. Es ist völlig egal, wer da steht. Eins weiß ich von dem Menschen, den ich anschaue, Gott liebt ihn. Und weil ich weiß, dass Gott den genauso liebt wie mich, hat mir geholfen, diese Menschen zu lieben. Das ist nicht der Volltrottel oder der Heini. Das ist ein von Gott geliebter Mensch. Es hat Gnade bei mir bewirkt. Und noch eins. Gnade hat bei mir bewirkt, ich habe begonnen, mich selber zu lieben und anzunehmen, so wie ich bin. Weil ich wusste, dass Gott mich gerne hat und liebt, konnte ich anfangen, mich selber anzunehmen und zu lieben, so wie ich eben bin. Ohne versuchen, anders zu sein, ohne mich vergleichen zu müssen. Das tue ich immer noch. Ist immer nur Stückwerk. Aber es hat mich in diese Richtung gebracht. Und ich bin so dankbar dafür. Also was hat Gnade in meinem Leben bewirkt? Es hat mir geholfen, Gott zu lieben. Es hat mir geholfen, meinen Nächsten zu lieben. Es hat mir geholfen, mich selbst zu lieben. Und das ist die Erfüllung des größten Gebots. Das geht aber nur durch Gnade, nie durch Religion. Und darum bin ich so gerne Christ. Ich bete noch, lieber Vater, welch eine wunderbare Wahrheit, universelle, ewige, absolute Wahrheit es ist, dass du ein gnädiger Gott bist. Und dass man Gnade nicht verdienen kann, sondern nur empfangen. Egal von welcher Stufe des Lebens wir ausgehen. Egal von welchem Zustand unseres Lebens wir ausgehen.
Wir können Gnade nur empfangen. Und Herr, einerseits irritiert uns das, weil wir das von Menschen nicht gewohnt sind. Und andererseits befreit es uns, weil wir aufhören müssen, etwas zu beweisen, sondern uns fallen lassen dürfen in deine liebenden Hände. Ich danke dir, lieber Herr, dass du mich liebst und mich gerne hast. Ich danke dir, dass du bei mir bist und bleibst bis in Ewigkeit. Ich danke dir, dass ich geborgen sein darf in deiner Liebe und Gnade. Und danke, dass du die Wahrheit bist. Du bist kein Lügner. Und was du gesagt hast, das stimmt. Und danke, Herr, dass du auch mich und diese Lieben hier gesucht hast, bis du sie gefunden hast. Und so wollen wir zunehmend dich suchen und finden, so wie du wirklich bist. Danke, lieber Herr, für dieses Wochenende. Danke für all die Lieben hier. Segne sie und mach sie zum Segen. In Jesu Namen. Amen.